Seit 22 Jahren dient der Lifeball dazu, in einer ausgelassenen Nacht das Leben in seiner Vielfalt zu feiern und möglichst hohe finanzielle Mittel für lebensrettende HIV- und AIDS-Projekte einzunehmen. Neben der Stadt Wien stellen sich Lifeball-Partner und Sponsoren vereint hinter die Ziele des Red Ribbon. Nationale und internationale Persönlichkeiten unterstützen das Anliegen ehrenamtlich, ebenso wie unzählige Helping Hands vor und hinter den Kulissen. Gleichzeitig soll der Ball ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzen und Aufmerksamkeit für die sozialen Folgen von AIDS schaffen. Möglich wird dies dank engagierter Medienpartner und eines jährlich wachsenden medialen Interesses. Ein wechselndes Motto verleiht dem Ball jedes Jahr einen neuen Look und eine aktuelle Botschaft. 2014 war dem Thema Garten der Lüste gewidmet. Lust verbindet die Menschen weltweit, denn wir alle sind aus ihr entstanden und wir alle empfinden Lust. Sie ist der stärkste Motor des menschlichen Handelns. Lust haben, einen Beitrag zu leisten. Noch nie war es so wichtig, jeden Einzelnen zu gewinnen für das Millenniumsziel der Vereinten Nationen. Es lautet, bis 2015 die Ausbreitung von HIV zu stoppen. Lifeball is about ending the AIDS epidemic through ending discrimination. This night is really a celebration of life, of diversity. It's really about creating an inclusive human family. Nicht nur Medikamente und Therapie, sondern Liebe, Akzeptanz und Solidarität brauchen alle Betroffenen des HIV-Virus. Und eine respektvollere Gesellschaft brauchen wir alle, um eine Zukunft ohne AIDS zu erreichen. Der Slogan des Lifeball 2014 lautete daher: Love is a bloom growing anywhere. HIV feeds on discrimination. It preys on those most vulnerable left behind by society. Geboren aus dem Ernst des Lebens, stellt der Lifeball der Realität die Lebensfreude entgegen und verwandelt die Ausgelassenheit einer Nacht in finanzielle Mittel für Projekte in Österreich sowie den am schlimmsten betroffenen Regionen der Welt. Hilfe leisten und Hoffnung schenken für Frauen, Männer und vor allem Kinder, damit das Virus nicht zum Problem der nächsten Generation wird. You are giving life to little children who would have been the innocent victims of an enemy we have not yet defeated, but have certainly contained. It affirms life. So in all of the joy of this evening, never forget what lies behind it, the determination of every person giving here to give every child a better chance. Thank you so much. I can do it. Die Lifeball-Partnerorganisationen bekämpfen den HIV-Virus mit unterschiedlichen Schwerpunkten. AMFA mit Forschung oder dem medizinischen Netzwerk Treat Asia. Die Elton John AIDS Foundation durch Abbau von Stigmatisierung Betroffener in Osteuropa. Oder die MTV Staying Alive Foundation durch Prävention für jugendliche Opinion Leader. Seit 2005 würdigt der mit Swarovski ins Leben gerufene Crystal of Hope Award die Pionierarbeit von weniger bekannten, aber besonders innovativen Projekten. Die mit 100.000 Euro dotierte Auszeichnung schafft wichtige mediale Aufmerksamkeit und ist damit der Beginn nachhaltiger Erfolgsgeschichten. 2014 ging der Crystal of Hope Award, donated by Swarovski, an SWAP, Safe Water and AIDS Project, in Kenia. Dieses verhilft HIV-positiven Menschen zu sauberem Trinkwasser und einem hygienischen Umfeld und schafft so die Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie. Die Unterstützung namhafter Persönlichkeiten macht die Zeremonie zum emotionalen Höhepunkt. Den ausgezeichneten Groundworkern eröffnet die Starthilfe des traditionsreichen österreichischen Kristallherstellers neue und vor allem langfristige Zukunftsperspektiven. Water
is life. Drinking dirty water is twice as harmful for HIV sufferers because the immune system is weakened and it gets easier for diseases to take hold. Please welcome SWAP's Program Director, Ali Everfeld. I would like to thank the team back home, Swarovski and Lifebuoy. This award will take us a long way to reach many more women. Thank you so much. Die Modeszene nahm nicht nur als einer der ersten Akteure den Kampf gegen AIDS auf, sondern ist diesem bis heute als wichtige Plattform und Triebfeder verbunden. Die Lifeball-Eröffnung endet daher traditionell mit der Fashion Show. 2014 stand die Fashion Show erneut unter der Patronanz von Franca Sozzani, Chefredakteurin der italienischen Vogue, Editorial Director von Condé Nast Italien und UN-Botschafterin für Fashion for Development. Präsentiert von L'Uomo Vogue unter der Federführung von Robert Rabensteiner zeigten mit Givenchy, Victor und Rolf, Lanvin, Jean-Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Etro und D-Squared sieben Weltstars der Mode ihre schönsten Tuxedo-Looks. Neben Models internationaler Laufstege hüllten sich auch legendäre Diven und prominente Persönlichkeiten in Haute Couture der sieben Designer. Bei der Lifeball-Party im Rathaus feiern Menschen aller Couleur bis in die frühen Morgenstunden. Jede Konsumation bedeutet finanzielle Mittel für die Projekte des Lifeball. Fighting AIDS and celebrating life. See you at Lifeball 2015.
my love.